Ja, Leute, moin moin zur neuen Folge. Und, boah, was ist das denn hübsches? 78 Zween, schön mit Zwille drauf. Schöne Zwillingsreifen. Paar schöne Trägerle, die über waren als Gewicht, ne? So, schmeißen wir uns mal rein. Zack. Wunderschöner Träger. So. Was haben wir vor mit ihm? Genau, der Lachs soll jetzt grob anfahren. Ja, Leute, die Aufträge laufen besser, als man erwartet hätte. Ein bisschen was haben wir schon geschafft. Das Sorghumhülse haben wir auch schon runter. Ihr seht, der Drescher steht da, aber das Kekschen hat wieder nicht dran gedacht, dass ja auch noch Sorghum-Aufträge sind. Aber naja, was willst du dazu sagen wieder, ne? Einmal mit Profis. So, dann würde ich sagen, wir werden den Kandidaten hier einmal losschicke. Denke ich mal. So. Und Server. Auf 81, wie ihr seht, das erste Feld haben wir da schon abgeschlossen. Zack. Zack. Und Abfahrt. Hoch. Nicht doppelt klicken. So, zack, Passant überfahren. So muss man es tun. Auf geht's. So, der läuft noch, weil wir ja rich sind. So, du darfst hier mal anfangen. Ah, woran scheitert's wieder, ha? Jong, du musst doch die Dings ranmachen. Auf geht er. Wunderschön, der Nasenbär am Heuwender hier. So ein schönes Bild, oder? Müsst ihr doch zugeben. So. 7810 hat wieder ganz eifrig hier seine Arbeit gemacht. So, dann haben wir sogar gleich noch eine Neuigkeit. Denn wir haben eine Leasingmaschine auf dem Hof und einen weiteren Träger. Den zeige ich euch gleich einmal. Aber wir machen mal schnell hier alles ready. Und schicken die ihn wieder zur Biogasanlage. So, mal schnell hier den 800er. Ach Quatsch, 700er, sorry. Einmal befreien, so. Und wie gesagt, der geht dann einmal hoch zur anderen Biogasanlage. Zur anderen sage ich jetzt schon, zur nächsten. So. Eigentlich ist es der auch. Ich glaube, wir müssen alle zur Hochheider, oder? Futterwerk? Hochheider, Futterwerk. Ja, okay. Der passt da. Easy peasy. Also alles BGA Ablage 2. Oder BGA 2 Ablage. Ja, wenn ihr Interesse habt an den Autodrive-Punkten, schreibt ruhig mal in die Kommentare, dann haue ich euch das einmal in die Videobeschreibung. So, zack, zack, ab geht's zur BGA, Jung. Jo, macht er. Alles klar, da seht ihr schon unser schönes Leasing-Fahrzeug, ein wundervoller Krone Big M. Mal zur Probe, mal schauen, ob das was wäre. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das was wäre. 25 km/h schafft er. Das läuft schon gut. Er macht schon gut Strecke. So, setzen wir den mal hier kurz einmal drauf an. 35. Zack, zack. Na, der Händler. Er ist nicht, wie soll ich sagen, er ist nicht zu schlecht auf uns zu sprechen. Aber er sagt so, Junge, du musst mal ein bisschen deine da wegkriegen, dann können wir auch ein bisschen besser drüber reden, wegen den Vorführern. Weil die Firmen wohl auch mal ein bisschen schauen, ob da überhaupt eine Möglichkeit wäre. Da ich bin doch schon eifrig am Arbeiten. Da sagt er mir, das ist ihm aber egal. Naja, was sollen wir dazu noch sagen, ne? Hat ihm alles egal, das. So. Lass ihn erstmal noch ein bisschen losfahren hier. Mal ein bisschen Abstand halt dann hier. Also das nicht unbedingt mit drauf habe. So. Schön.
Zack. So. Aber die ist doch auch einmal. Sehr schön. Ja, und da kommen wir schon zum neuen Geschütz. Ein wunderschöner 6920S von John Deere. Das löbt. Nicht, dass ihr euch wundert, warum der Anhänger nicht ganz voll ist. Das ist von dem letzten Feld noch. War die Restesammlung. So. Genau. Für die 113, naja. Wir müssen nachher dann mal eine Runde drehen. Und mal schauen, welche Felder fertig sind, damit wir gucken, was wir abbrechen können. Aber der Klang ist doch mal. Doch mal erste Sache, dann muss doch mal, wenn man zugebe hier. So, 102 wollen wir. Wie gesagt, wunderschönes Ding. Hat auch ganz viel IC noch mit an Bord. Ich das euch gerade mal zeigen. Ja, es geht nicht, weil der Helfer drauf sitzt. Auf jeden Fall das eine oder andere als IC habt ihr drauf. So, hast du es noch weit oder bist schon da? Da, ne? Ey, trotz M2 SSD noch so lange. So, wo bist du? Da bist du. Ja, bist doch ja schon da. Schön. Dann kriegen wir gleich nochmal richtig schöne Soundröhnung. 7810 mit Grubber. Das ist doch mal ein geiles Ding. So, zack, zack. Machen wir das einmal so. Der müsste ja eigentlich eingestellt sein. Genau, das ist doch. Wunderbierig. Soll ich euch was sagen? Ich fühle ja den 7810 eigentlich in der Kombination eher als Thumbnail, oder? Das schon zugeben wäre schon geiler, ne? Na komm, wir nehmen den 7810 als Thumbnail. Das ist geiler. So, einen vernünftigen Shader noch drauf. Okay. Oh, das sieht auch ganz vernünftig aus, ne? Das schon eher. So. Nehmen wir das. Den hauen wir, der ist hier schon eifrig. So. Können wir dich auch hier schon setzen? Hast du noch eine Grasfläche in der Nähe? Haben wir fertig? Die haben wir fertig. Die haben wir fertig. Auch beide fertig. Gut, 7810, Abfahrt zu 74, seht zu, mach Lack. Ich liebe ja, also wir haben wirklich nur Traktoren mit geilem Klang gerade auf dem Hof, oder? Müsst ihr zugeben. So. Sehr schön. Wetter hast du es noch? Ja, und du hast noch ein bisschen was vor dir. Der hat auch noch kleine treffen sich gleich einmal. Okay, sehr gut. Ja, ist gut, ne? Wir sollten uns dann, wie gesagt, überlegen, was wir machen. Ob wir uns hier auf Tiere holen oder nicht. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ach, ich bin da so hin und her gerissen, ne? Also einerseits ja, aber als Lohn oder neben Tiere haben, ich weiß nicht. Weiß es nicht. Weiß es nicht. So. Wir können derzeit den Mähdrescher auch schon mal in Gang bringen. Der kann auch schon mal zum nächsten Feld düsen.
Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Eigentlich müssten wir den Jungen nochmal einen schönen Vorführer aus dem Rücken leiern. Als Abfahrer. Eigentlich müsste er das schon mal machen. So, was haben wir denn hier? Wir haben zum Ernten, haben wir zwei Felder, 52 und die 85. Was ist denn am schnellsten erreichbar? Die 52. Klicken wir ihn einmal zu 52. Weg. War die 53. Eine Zahnreihe, zack, zack. Ja, und das ist auch so ein schönes Art von Drescher, ne? Schönes Gerät. Der jetzt auch erst seit kurzem auf dem Markt, so wie ich das weiß. Oder gehört habe. Schönes Gerät. Ja, unser kleiner Hofschlepper. Können wir uns auch mal anschauen hier. Der gute alte MTZ, ein bisschen nageln tut er. Aber für die Dienste, die er hat, da geht das noch. Genau. Der Grundgedanke bei dem ist nämlich dafür, dass wir den so ein bisschen als Hofschlepper haben. Und er macht halt alles, was am Hof so anfällt. Da ist die Paletten einsammeln. Oder. So, machen wir so. Heute wieder kräftig Popeye gefrühstückt, so in etwa. Ah, so. Ist er da auch drauf. Ja, die Hühner sind auf jeden Fall schon fleißig in Gang, würde ich sagen. Oder wie seht ihr das? Mal schauen, ich versuche auf jeden Fall ein bisschen was zum Drehen beim Händler. Dass wir nochmal einen Abfahrer da bekommen als Leihmaschine, um uns die auch mal anzuschauen dann. Oder er hat vielleicht eine Ersatzmaschine da. Mal gucken. Habe ja schon gefragt, was er so im Gebrauchtverkauf hat, aber da ist ja nichts Gescheites bei. So, haben wir hier unseren Salat dann auch schon wieder aufgeladen. Es wird doch langsam. Die Aufträge bringen auch gut Geld ein. Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir da jetzt einen weiteren Schlepper haben, haben wir auch ein bisschen höheren Kredit. Das haben wir noch ja nicht erwähnt, ne? Ja, ne? Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass da ein bisschen was reinkommt, ne? Da würde ich sagen, da muss ein bisschen was reinkommen. Sonst ist das schwierig. Wenn wir mal bei den Aufträgen schauen. Ja, eigentlich hier nicht so komplett schlecht, ne? 140, 80, 240, 454, also normalerweise Computer hält rein. Und wir müssen ja weiter investieren, ist ja so. So, 681 ist am Stissel, um auf der 74 weiterzumachen. Das machen wir. Du sollst auf der 74 es einmal in einer Breitablage ablegen. So. Links, schon rechts. Dann will ich jetzt mal drauf achten. Ich will jetzt nicht doof sein, ne? Aber ich glaube, der fährt doch ja auch nicht 25, ne? Oder fahren die auch 25? Weil dann ist es halt wirklich Wayne. Dann wäre der Big M nicht interessant, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber.
Oh, das geht hier schon wieder rund, wa? Mal 22 wäre. Gegen 3 Kamera. Ich weiß es nicht. So, hier klemmt es auch mal wieder. Ach nee, Katastrophe, sage ich euch. Katastrophe. So, der ist auch schon wieder hier. Nicht schlecht. Zack. Haben wir das auch fertig? 113 ist auch abtransportiert. Du möchtest aber nochmal zu 102 düsen. Fail, das wird der. So, wir machen Lucky Lucky. Der ist auch schon wieder hier. Gut, Leute. Das nimmt hier schon wieder kein Ende. Ich tue hier mal nochmal ein bisschen, ne? Ich grödel hier mal noch ein bisschen, guck, dass ich was kriege und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.